Ja, hallo, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-User dem Komet Matti. Wieder mit einem Elvis-Video. Ich zeige euch heute mal ein paar Elvis-Spielereien aus Amerika. Also Tassen etc., was ich halt noch so habe, außer Musik-CDs und DVDs. Grüße natürlich alle Elvis-Fans, natürlich auch alle, die es werden wollen oder Elvis zumindest mögen. Man muss ja nicht immer Fan sein, um seine Musik zu hören. Ja, und werde ich euch mal ein paar Sachen zeigen. Wenn man zum Beispiel nach Memphis fliegt, in meinem Falle müsste ich fliegen, wo seine Villa Graceland steht, und er ist ja in seinem Garten begraben, also hoffentlich begraben, seine ganze Familie, sagt man jedenfalls. Und ich würde da auch gerne mal hin, war bisher noch nicht da, muss ich ehrlich zugeben. Werde ich aber auf jeden Fall noch hinfliegen, und da kann man eben auch richtige Kaufhäuser besuchen, also richtig große Zentren, wo wirklich nur Elvis-Zeug gibt, aber auch unheimlich viel Kitsch, Elvis-Lippenstifte. Mich würde nicht wundern, wenn es auch Elvis-Hämorrhoidensalben geben würde. So, fangen wir mal an. Lange Rede, kurzer Sinn. Und zwar fangen wir mal mit so kleinem Zeug hier an. Ich habe das jetzt alles mal noch nicht so richtig vorbereitet, sondern ich nehme das jetzt hier mal alles live ab. So, jetzt ist eine Reißzwecke hier runtergefallen. So. Ihr wisst ja immer alles ungeprobt. So, zum Beispiel habe ich hier solche Handyhüllen. Leider passen die nicht auf mein Handy. Ich habe bisher auch noch, das sind natürlich jetzt auch für ältere Handys, ja, oder auch vielleicht auch für Telefone. Aber ich fand die ganz schick, also habe ich sie mir mal besorgt. So, zum Angucken ist das eine schöne Sache. Oder eben auch mit originalen Hausstaub, naja, habe ich schon lange nicht mehr angefasst, solche Mauspads. Ja, und dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier zum Beispiel so eine, ach, das hat mir mal ein Fan geschenkt, ein Elvis-Foto, wo Elvis in Bad Nauheim stationiert war als Soldat in Deutschland. Und hier haben wir so eine 3D-Card. Und wenn man die dann aufmacht, dann sieht man Folgendes. Ja, auch schön. Also sowas finde ich zum Verschicken nett. Oder einfach mal so eine Elvis-Dose. Da kann man dann reinmachen, was man will. Oder hier habe ich noch eine alte Elvis-Kassette gefunden. Das ist die einzige Kassette, die ich überhaupt besitze. So, dann zeige ich euch mal was, was ich. So, dann hier, das ist ein Cadillac. Irgendwie habe ich die Kamera mal ein bisschen blöd gestellt hier. Und in dem Cadillac befindet sich eine schöne Elvis-Uhr. Ne? Ja, sowas zum Beispiel ist für mich noch okay. Ja, es war auch irgendwie kitschig, aber irgendwie noch hat das was. So, den habe ich schon mal in einem anderen Elvis-Video gezeigt, diesen schönen Krug hier. Und ja, Leute, das ist schon knapp an der Grenze, aber man kann draus trinken. Also sagen wir mal so, dieses Teil hat wenigstens irgendwie noch einen Sinn. Ist das limitiert? Ja, ist Nummer 410. Davon gibt es genau 1000 Pötte, steht unten drauf. Und ich habe die Nummer 410. So, dann machen wir mal weiter. Hier habe ich dann auch noch eine Elvis-Tasse. Also Elvis-Tassen gibt es ja Milliarden. Auch hier von der Aloha Show. Ja, und so, als ich jünger war, also sehr jung, da habe ich solche Elvis-Sticker hier getragen an meiner Jacke. Das würde ich jetzt heute nicht mehr machen. Oder es gibt sogar auch Elvis-Feuerzeuge. Das ist auch schon sehr merkwürdig, was es da teilweise alles gibt. Richtige Elvis-Feuerzeuge. Wobei, die sind natürlich ganz simpel gestrickt, weil die im Endeffekt nur einen ganz einfachen Aufkleber drauf haben. Also dieses Teil hier, das ist schon, ja, über fast 30 Jahre alt, dieser Sticker. Ja, also. Was, oder hier haben wir Elvis-Streichhölzer. Ja, also ihr seht schon, was das alles für ein Kram gibt. Und so, machen wir weiter. Dann haben wir hier wieder, opa, ich bin hier aus dem Bild. Dann haben wir hier wieder eine Uhr, die finde ich zum Beispiel sehr schick. Ja, und hier drin ist auch noch eine Uhr. Hoppala. Aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund befindet sich hier eine Elvis-Briefmarke drin. Und das ist auch noch mal so eine Elvis-Uhr. Und dann habe ich hier, wie gesagt, die finde ich ganz klasse.
Und da kann man denn hier oben aufmachen, wenn ich mich jetzt richtig, nee, hier unten, sorry, das sieht ja, so, und dann geht man hier unten rauf und dann hat man da drin so eine schöne Elvis-Uhr. Also, finde ich hervorragend und klasse. So, machen wir schnell weiter, die Uhr tickt. Dann habe ich hier auch noch was, auch noch eine Etui, so ein Teil, und darin befindet sich auch noch eine Elvis-Uhr. Sorry für den Staub. Und hier, das Kartenspiel ist ehrlich gesagt eine Verarschung, weil da sind nämlich nur die ersten paar Karten mit Elvis-Motiven und der Rest ist ein ganz normales Kartenspiel. Habe ich mich wirklich extrem drüber geärgert damals. So, dann haben wir hier noch, habe ich hier noch eine Tasse gefunden und Postkarten. Also das sind so Postkarten, die man eben verschicken kann. Habe ich natürlich nie irgendwas rausgenommen. Aber ja, nicht schlecht, sprach der Specht. Und dann hier auch ganz schick Münzen. Und da ist auch ein Zertifikat drin. Und da hast du richtige, jetzt muss man aufpassen, dass mir das nicht alles rausfällt, so richtige Münzen drin von Elvis. Ja, ich habe irgendwann mal aufgehört, das zu sammeln, weil das einfach ausartet. Du kannst dich da dumm und dämlich mit sammeln. So, dann habe ich hier noch einen Elvis-Teller. Ja, mal gucken, was ich jetzt noch schnell finden kann, bevor die Zeit um ist. Ich habe noch ein paar Elvis-Bücher. Das ist jetzt hier wieder ein Super-GAU. Ich finde hier gar nichts. Naja, okay, machen wir das noch schnell. Und dann gibt es halt auch diverse Elvis-Uhren. Also du kannst da Milliarden von Uhren machen mit Milliarden von Motiven, weil von Elvis, ich würde mal sagen, der ist mit der meist fotografierteste Mann weltweit. Kannst du unendlich viel machen. Ja, ich denke mal, das reicht erstmal. Bücher habe ich euch ja genug gezeigt. Ach so, zeige ich euch auch noch, bevor das klingelt. Und das ist hier so ein Glaskopf von Elvis. Und da kann man Kopfhörer aufsetzen oder sich selbst draufsetzen. Auch interessant. So, das soll es jetzt erstmal sein. Ich zeige auch weiterhin meine restliche Sammlung, die Musik-CDs und so weiter. Ja, ein bisschen chaotisch, wie man das gewohnt ist. Nur ich will hier nicht alles ausbauen. Mich graut es jetzt schon wieder, das alles einzubauen. Aber so kann ich es wenigstens mal ordentlich abstauben. Ja, ich würde sagen, bleibt mir weiterhin positiv gewogen und Elvis forever.